Guten Tag zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Nicht 7 Days, Ark Survival Evolved. Ja, ich bin wieder fleißig am Holzfarmen hier. Und ich habe hier die Erna dabei, das ist mein T-Rex, den habe ich geschenkt bekommen. Allerdings hat er einen kleinen Tick. Sie hakt sich überall fest, wo es nur geht, also irgendwie ist sie so ein bisschen sehr anhänglich. Aber dafür kann sie mir auch ein bisschen Holz transportieren. So. Wups. Das ist schon wieder gut Holz. Ein bisschen Thatch haben wir auch schon gesammelt. Ja, wir haben so ein bisschen was getan. Also ich habe hier einen Bogen zum Beispiel. Den habe ich mir neu gecraftet. Und ich habe auch noch was anderes Tolles. Das zeige ich euch gleich mal. Ich mache mich auf den Weg zurück zur Basis. La. Komm, du Vieh. Nee, nicht in den Baum. Da muss man schon immer ordentlich aufpassen, wo man hinläuft mit dem Scheißvieh. Komm her, doch. Da, heute haben wir aber echt viel geschafft. Und ja, ich bin gerade dabei. Ein bisschen organisiert ein bisschen. Da hinten läuft ein T-Rex herum, das irritiert mich die ganze Zeit. Schau ich noch, ob die Vögel auch am Futtertrog sind und dann werde ich mal, obwohl ich gehe, nach ein Spitzchen gehen. Nicht über meine Erna lästern hier, das gibt's ja wohl nicht. Auch wenn sie mir die Hütte kaputt gemacht hat, die kleine Sau. Passt, der Futtertrog. Marco, bist du in der Gegend oder bist du noch unterwegs? Unter Wasser bin ich. Okay. Ach, so, dann parken wir die Lady erstmal. Disable. So. Dann geben wir mal die Tongue hier. So. Da. Bist du Trilobites töten oder machst du noch die Wasserbase? Immer noch an der Base. Ja. Warum? Wagner, Interesse halber. So, das ist das, was ich sagte. Ich muss hier erstmal. Und dafür brauche ich natürlich tonnenweise Material. Das habe ich euch mal alles vorenthalten. Achso, ich wollte euch ja noch gleich was zeigen. Ja. Kommt gleich, geht gleich los. Ich mache erstmal nochmal kurz hier die. Ja, vor Leidenschaft. Das finde ich gar nicht gut. So, da. Im Server werden zurzeit gewartet. Freunde werden wieder verbunden, wenn sie wieder verfügbar sind. So. Hier haben wir nämlich ein Schild, Nordisch by Nature. Und dann haben wir hier, habe ich hier meine Düngerkiste. Hans, sieben sagt komische Sachen zu mir. Junge, ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit sich das jetzt hier umwandelt. Hier steht auf jeden Fall, dass man mit Thatch und mit soll ich mal in die Base kommen, oder was? Dass man hier Kompost dementsprechend. Ich wollte zeigen, wo die Futtertröge ist, weißt du sie nicht zieht gleich. Dementsprechend Kompost machen. Ja, ich bin nicht gerade draußen, Holz farmen. Und, aber das Einzige, was ich hier gerade gemacht habe, so die letzte Zeit, das ist hier dieses völlig ausgeklügelte, wirre Schlauchsystem, hätte ich fast gesagt. Hier dieses Rohrsystem. Und ich habe mal spaßeshalber testweise mal hier unten so ein kleines. Das Abgehackte eigentlich inzwischen besser? Hab hier unten mal ein paar Beete angelegt, ja, die mit Wasser befüllt werden. Und hier habe ich erstmal Narco-Seeds reingepackt. Mal schauen, der Mikrofonpegel schlägt voll aus, wenn ich spreche. Der. Aber bis jetzt klingt es auf jeden Fall normaler als sonst so. Als sonst so. La, da, 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 da. Oh, Kacke. Ja, die habe ich gerade eingesammelt. Ja. Wie lange dauert das eigentlich bei diesem Kompostkasten da, bis sich da irgendwann mal was tut? Stunde. Okay. Müssen immer drei gleiche Kackebällchen plus 50 Sets drin sein. Ah, okay. Und das sind verschiedene
verschieden große Kackebällchen reinmachst, dann nützt das nichts. Okay. Also 3x50, gut. Da kann ich da eigentlich ja gleich mal... Ja, schmeiß ich einfach mal alles rein, ist ja wurscht. 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 Machen wir das anders. Richtig. So. Ja, den einen habe ich da gesetzt. So. Hab's schon gefunden. Okay. Craftables. Warum falle ich bei der Leiter nicht ständig wieder runter? Mensch, wo sind denn die Türen? Vielleicht bist du von der falschen Seite rangegangen. Naja, auf der anderen Seite kann ich, Butter. Doch kann ich, aber... Nehmen wir doch die Butter. Gut, FK. Gut. Ja, irgendein Spielproblem. Wieder ein neuer Patch da. Doch, das gibt's doch nicht. Ja, aber sieht so aus, als wäre nur serverseitig. Bei mir steht schon 2.0.9.1. Also da kann man ja schon echt nichts zu sagen, wie die, was die an Patches raushauen, das ist echt unglaublich. Current Version 2.0.9.1 fixed the ladder physics networking issues for smoother climbing. Ja, genau das Problem hatte ich gerade. Wahrscheinlich haben sie es direkt mitgehört, als du es gesagt hast. Ah, das müssen wir schnell fixen, ja, ja. Ja, klar. Ich habe gerade einen Disconnect gehabt wegen dem Scheiß. Ja. Super. So schnell geht das. Aber ich finde es trotzdem echt beeindruckend, was für eine Patch-Geschwindigkeit die haben. Ja. Definitiv. Fragt man sich immer, wie kommen die noch zum Entwickeln, wenn die dauerhaft da am Fehler beheben sind. Naja, gut, ich meine. Ja, zwei Leute. Ja. Werden noch sicher so ein bisschen 24/7 am Arbeiten sein, nehme ich an. Dreischichtbetrieb oder so. Genau. Ja, aber es kam ja oft genug vor, dass bei so Early Access Sachen irgendwie ein halbes Jahr vor Release, nachdem sich das im Early Access gut verkauft hat, so ziemlich alle Entwicklungen oder Verbesserungen eingestellt wurden, ja. Dann schon mal vorab an der Konsolenversion für das Spiel gearbeitet wurde, halt intensiv, sich dann nicht mehr drum gekümmert um irgendwelche Patches oder wegen, sowas. Ich hoffe echt, dass dieses Spiel in den Publish mal geht, weil bis jetzt ist es echt der Hammer, also du alles machen kannst. Ja, vor allem in der Zeit, wenn ich mir, ich habe ja nun auch The Forest zum Beispiel gespielt und
Das ist bis heute ja noch bei weitem nicht so weit wie hier Ark innerhalb von kürzester Zeit. Also, ja. Auch wenn das jetzt weniger Entwickler sind, aber trotzdem ist. Das Entwicklerstudio ein bekanntes, wisst ihr das? Das was? Das Entwick. Ha. Und weg, oder was? Hm? Nein. Ich höre nix mehr. So, ja, ich muss noch was essen. Uha. Connection lost. Connected. Ach. User entered your channel. Oh, da hat der Teamspeak-Server mal neu gestartet. Okay. Ja, confirmed. Warum steht da die ganze Zeit, die Identität dieses Servers hat sich geändert? Ich hab keine Ahnung. Hast du das auch, oder? Ja. Die Entwickler von Ark, sind die bekannt? Also kennt man die? Ein ganz, ganz junges Studio. Ja, aber sie haben es drauf, muss man ja schon mal sagen. Ja, absolut. Also zumindest vom Engagement kann man überhaupt nichts, wirklich nichts meckern. Ja. Und auch die Bugs und sowas, das ist halt eine Alpha, ne? Also für eine Alpha ist es weiter als die meisten Betas. Ja, ja, das meine ich. Oh, Battlefield zum Beispiel für die PlayStation war beim Release nicht so weit wie jede Alpha. Ja. 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 Da gibt es genug Spiele, die so sind, die, wo man sich fragt, sag mal, haben die Entwickler davor nicht vielleicht mal einmal das Spiel getestet oder versucht durchzuspielen. Genau, das ist es nämlich, ja. Oder auch nur mal nachgedacht darüber. Naja, die haben halt ihre Termine. Gerade die großen Entwicklerstudios, die sind halt alles Aktiengesellschaften und die müssen halt, wenn sie einen Termin festgesetzt haben, müssen die halt in dem Quartal das Spiel rausbringen, egal ob es fertig ist oder nicht. Ja, und das finde ich aber halt absolut unterm Rotz. Ja, natürlich, klar. Ja. Mal manche B4 Spiele kriegst du ja gar nicht mehr repariert, wenn die draußen sind. Also du kriegst die gar nicht mehr gepatcht, wenn die hinüber sind. Also ich finde immer noch, dass Battlefield 4, obwohl es ein geiles Spiel war am Anfang, ich möchte einfach nicht mehr spielen. Auf jeden Fall nicht. Das ist eines der unfertigsten Spiele, die jemals rauskamen. Ja. Auf jeden Fall. Also die haben jetzt 2 Jahre lang gebraucht auf der PS4, das wirklich so hinzubekommen, dass du spielen kannst. Also ja. Das ist echt abartig. Und dafür zahlt sie aber volles Geld. Das ist ja, wenn ihr ja, sagen würden, ich war ja damals 20 so dumm, Euro, weil ich das von Battlefield 3 gekannt habe und habe mir gleich Premium geholt. Ne? Ich auch, genau. Wusste, dass ich mir die DLCs hole. Ja, und dann zahlst du für ein Spiel 120 Euro, wenn du es so kaufst. Ne? Ja. Also, da war ich so angepisst. Auch, das mache ich auch nie wieder. Allein schon am Anfang diese ganzen scheiß Blackscreens, wo es dich einfach gekickt hat und alles. Ja, hey, jedes Mal bei Shanghai hat man kurz vor Ende Freeze bekommen. Und jedes Mal, wenn bei Spind, wenn dieser Turm in der Mitte zusammengekracht ist, hat man auch einen Freeze bekommen. Oh Mann, echt. Ja, gut, oder zumindest hat es arg geleckt, aber arg geleckt, ja. Ja, aber es ist. Jetzt, wie gesagt, mittlerweile kann man es gut spielen, aber dass man 2 Jahre dafür braucht, da sieht man erstmal wieder, was die noch an Zeit hätten einpacken müssen. Ja, ja. Aber was ich dafür gut finde, das Hardline muss ja so abgekackt sein. Ja, extrem. Extrem. Also ich habe es mir auch gekauft, das Hardline, weil ich es echt günstig bekommen habe. Und weil mich auch die Beta hat mir gefallen, das sage ich ganz offen. Das war zwar auch bei Battlefield 4 so. Verkehrt. Aber ich habe mir zumindest nicht Premium und so einen Scheiß geholt. Und ich bin froh drüber, weil Hardline ist. Also es war gut, es hat auch Spaß gemacht. So die ersten 1,5 Wochen ungefähr. Also es war halt. Es hat sich neu angefühlt, es war spannend, es war witzig und alles. Aber nach 1,5 Wochen, Alter, war die Luft so dermaßen draus, aber so dermaßen draus, dass ich nicht mal mehr einloggen wollte. Also. Ja, also böse. Krass. Also die Medien oder sowas haben ja geschrieben, eigentlich ist es nichts anderes als ein Battlefield 4 DLC, sozusagen. Ganz mit, genau. Mit ein bisschen anderem Szenario halt. Also anderen Kleidungen für die Leute. Vor allem, es hat sich auch genauso angefühlt, wirklich. Also es. Es war geil, ja. Es war wie so ein bisschen ein funktionierendes BF4. Ja? Ja, ja. Also es war schon interessant und alles, aber wie gesagt, ich meine, da braucht man nicht wundern, wenn die Luft so schnell raus ist. Sicher. Zumal ja EA da schon an dem Star Wars Spiel da voll gearbeitet hat. Also dass die jetzt
Weiß ich, das stimmt ja gar nicht, Entschuldigung. Das sind ja zwei verschiedene Entwicklerstudios, die das gemacht haben. Ja, das eine ist ja DICE, das andere genau. ist Visceral. Genau, aber genau, genau. Änderte nichts daran, dass EA an beiden Enden, sag ich mal, ihre Finger im Spiel hatte. Also. Ja gut, aber die sind ja nur letzten Endes die Vermarkter, die sind ja nicht die Entwickler. Ja, aber sie sind ja nur die Publisher, die Termine raushauen. Also an EA lag es ja, dass BF4 so viel zu früh rausgekommen ist und das ist ein No-Go für mich. Keine Frage, natürlich. Also für die Veröffentlichungsdaten sind die verantwortlich, natürlich. Ja, die machen den Entwicklern Druck und ihr müsst und tut und macht und dann wird so ein Ding halt fertig rauskommen. Man weiß ja, dass DICE kein schlechtes Entwicklerstudio ist. Die hatten ja bis Battlefield 3 wirklich, wirklich gute Titel. Ja, ja, das stimmt. Und mit 4 haben die sich echt, wegen EA eigentlich, haben die sich die Reputation zusammenhauen müssen. Und das finde ich halt echt behindert, weil Battlefield 4 war eine komplett neue Engine. Bei Battlefield 3 konntest du ja noch vom letzten ein bisschen was übernehmen. Da mussten die komplett bei Null anfangen. Ja, ja. Und dann war aber der Termin, weil sie sich ja, vor allem die haben sich ja an Call of Duty gerichtet. Das ist überhaupt das Dümmste, ja. Das stimmt, ja. Also die beiden Spiele sind sich extrem viel ähnlicher geworden in den letzten 3 Jahren. Ja, vor allem ist ja Call of Duty auch von der Skalierung, also von der Größe her viel kleiner, dass das leichter ist. Ist ja klar. Irgendwo logisch, ja. Aber eine ganz andere Grafik und vor allem, was ganz besonders ist, ist die Fahrzeuge Vielfalt und was weiß ich was. Also das ist ja, was da alles neu berechnet werden muss oder auf dem Server berechnet werden muss, das ist ja abartig bei Battlefield. Das ist schon sehr umfangreich. Habt ihr die Black Ops 3 Beta gespielt? Ja, ich habe sie gespielt, ja. Also das Spiel schaut für mich immer noch so aus wie vor 4 Jahren. Wie nur das, aber es ist irgendwie unspielbar, also das ist... Ja, noch dazu, also so von der Leistung her habe ich es auch nicht spielen können, wirklich. Aber jetzt rein von der Optik her, da geht ja gar nichts weiter. Naja gut, ich habe es auf der PS4 gespielt, also von daher war es von der Leistung her egal. Ja. Aber ich habe da innerhalb von 5 Minuten in der einen Runde habe ich 1:22 gehabt. Also dann... User joined your channel. Das geht gar nicht, also das Spiel geht einfach gar nicht. Tut mir leid, wie schnell das geworden ist, das ist Wahnsinn. Ja, vor allem, es fühlt sich halt jedes immer mehr und mehr an wie eine DLC zum letzten, finde ich halt. Das stimmt, ja, das wieso. Aber das ist ja auch das Verkaufsrezept seit, sage ich jetzt mal, seit Modern Warfare 3 oder sowas, weißt du? Also, ja. Oder 2. Es wird ja trotzdem, es macht ja jedes Jahr seinen Umsatz. Und, ja, weißt du warum? Weil du, also ich sag als PC-Shooter, wenn du wirklich PC-Spiele, also FPS spielst, als PC-Mensch mit Maus und Tastatur, so wie es eigentlich gehört auf der Welt, weil man spielt mit Controller, keine FPS. Aber ist egal. Call of Duty ist extrem auf Konsole ausgelegt und ist mit Abstand der beste Konsolenshooter, da brauchen wir nicht diskutieren. Battlefield kommt bei weitem nicht dran auf der Konsole an Call of Duty. Ehrlich, da habe ich andere Erfahrungen gemacht, aber also Battlefield 3 fand ich deutlich besser zu spielen als jetzt. Was kam raus zu der Zeit? Ich glaube Black Ops 2 kam da raus. Ja, müsste 2 raus gewesen sein. Oder Modern Warfare 3? Nee, das war früher Modern Warfare 3. Es gab ja noch eins, aber ich habe mir den Namen nicht. War da vor Ghost? Was war vor Ghost? Vor Ghost war Black Ops 2. Ja, dann muss es das gewesen sein. Genau, das war's. Auf jeden Fall, ja, eben eigentlich durch die Kontrolle so groß worden, weil du merkst alleine schon an wie sich die Maus bewegt, wenn du zielst bei Maus und Tastatur, dass das komplett auf Aim-Assist ausgelegt ist. Ja. Die sind ja allein schon von der Abtastrate von der Maus sind die immer noch bei Quake 3. Ohne Scheiß. Ja, ja, gut. Also. Ja, da kenne ich mich nicht aus, weil ich noch nie einen Shooter irgendwie gespielt habe auf dem PC und das auch nicht machen werde. Du musst dir das so vorstellen, du bewegst deine Maus und eine Viertelsekunde später erst zieht die nach. Ah, okay. Und es klingt nicht nach viel, aber wenn du schnell spielst, das und Call of Duty ist noch dazu ein verflucht schnelles Spiel. Ja, ja, sicher. Bei sowas, wo es wirklich auf Millisekunden ankommt und jeder Schuss ja sozusagen auch, den du früher machst, auch richtig Auswirkungen hat, das ist natürlich viel. Ja. Aber, wie gesagt, auf Konsole funktioniert es gut. Da kann ich auch nicht mehr an. Also. Aber ich finde das eben halt nur so witzig, weil ich mich gewundert habe, aber plötzlich gibt es wieder Doppel-XP-Wochenenden bei Battlefield und plötzlich gibt es neue Maps zu Battlefield. Da haben sich dann eingelegt. Ja, da können die Leute wenigstens noch bei Battlefield 4 halten. Battlefield waren diese ganzen scheiß Sammelobjekte. Mir ist das so egal, ob jetzt
da 35 verschiedene Farben für jedes Gewehr 35 unterschiedliche Aufsätze und Farben und was weiß ich was. Das ist doch alles Kindergarten, hey. Das ist, ich will doch kein Puzzlespiel machen, wo ich hier sammeln muss und so weiter. Also, ja. Das sind auch alles, weißt du, wenn du den Aufsatz drauf machst und den Aufsatz, das muss ja die Engine alles mitberechnen, weißt du? Also, klar. Da geht ja auch Rechenkapazität flöten. Und bei so einem Spiel, was sowieso so viel Kapazität braucht, was ja der Oberhammer ist, ist die Rate, wie praktisch Daten geschickt werden an den Server und zurückkommen, die ist ja so grauslich bei Battlefield 4. Also das ist unfassbar. Also zum Beispiel Counter-Strike, was wie viele Jahre alt ist? 15? 14? Keine Ahnung. Das hat ungefähr eine 10-mal so schnelle Rate, wie die Sachen an den Server geschickt werden und zurückkommen. Ja, klar. Das kann ja gar nicht genau sein, weißt du? Also, und das für einen Shooter, wie gesagt, wo es auf Millisekunden ankommt. Also das ist ja, also genau ist es definitiv nicht. Da braucht man nicht rein. Und gerade bei 4 ist es, bei 3 geht's noch. Da war es noch wesentlich schneller, aber jetzt bei 4 haben sie es komplett verkackt. Also. Ja, obwohl, wie gesagt, das geht mittlerweile, ne? Also. Ja, es ist besser geworden, aber es ist aber nur auf bei 3. Aber du hast die PlayStation 4, oder? Runter. Ja, genau. Ja, gut, okay, da ist es sowieso... Spaß runter bei 3, aber auf Konsole ist es sowieso anders. Auf der PlayStation 3 ist es auch völlig anders als auf der PlayStation 4. Also ich habe eine Menge Kumpels, die eine PlayStation 4 haben, die sagen, ja, inzwischen geht's. Auf der PlayStation 3 haben die nichts mehr gepatcht seit einem halben Jahr oder sowas. Also die vernachlässigen natürlich die alten Konsolen völlig, weil sie denken, für die bringen wir eh keine Spiele mehr raus. Und das ist uns eh egal. Also dem, was du vorhin gesagt hast mit den ganzen Aufsätzen und sowas, es stimmt schon, dass das Rechenkapazität braucht, aber es sind im Endeffekt nur Variablen. Also von dem her, das geht eigentlich. Ja, aber was mich aber halt gestört, du änderst ist, du ja zum Beispiel den Schaden. Also du änderst ja, wenn du zum Beispiel so ein Unterteil drauf machst, da so ein Griff oder sowas, änderst du ja den Schaden. Ja, aber du hast ja die Grundvariable. Du hast ja die Waffe, sag mal, ist 10 und mit dem Aufsatz ist es halt 9,5. Aber es, die Rechnung ist genau dieselbe. Also Ja, okay, ich verstehe. Von dem her geht schon. Nur was mich halt bei Battlefield 4 gestört hat, du hast eine Waffe, mit der du dich zum Beispiel wohlfühlst, weil die fühlen sich ja schon sehr anders an. Ja, das stimmt. Und dann brauchst du teilweise 1000 Kills, dass du die Aufsätze kriegst, die wirklich gut funktionieren auf der Waffe. Ja, das ist lächerlich. Das war zum Beispiel etwas, was bei Hardline ein bisschen gehypt ist bei den Leuten, dass du dir gleich das Richtige dazu kaufen konntest zu den Waffen, die du dir kaufen konntest praktisch. Ja, ja. Nur die Vielfalt war halt auch ein Witz, ne? Also das war wirklich eine DLC, nichts anderes. Ja, vor allem macht das auch keinen Sinn, du hattest ja, keine Ahnung, vielleicht ein Dutzend an Schalldämpfern, die alle die gleichen Werte hatten. Also, das stimmt. Totaler Affenkram. Das ist einfach Content in die Breite gezogen, der eigentlich nichts ausmacht, weißt? Also ob dein Gewehr jetzt grün ist oder blau oder was weiß ich was, das ist ja eigentlich für den Spielspaß völlig unwichtig letzten Endes. Und ob du jetzt was für ein Messer, da gab es ja alleine schon 35 verschiedene Messer oder was weiß ich was, wie viele, ja? Das ist ja, die haben ja keinen unterschiedlichen Schaden oder was weiß ich was, ja? Das ist ja... Alles wobei, das hast du bei Counter-Strike aber auch, ne? Ja gut, okay, wie gesagt, ich habe Counter-Strike nicht gespielt, aber das ist ja auch schon 14 Jahre alt oder sowas. Ja. Also, und Battlefield 4, da kommt es mir echt so vor, als ob das ganz arg drauf ausgelegt gewesen wäre, einfach diesen Sammeldings sozusagen zu reizen, weißt du, also ja, anzusprechen. Ja, ja. Ja? Hat einer von euch den Ur-BF gespielt? Der Ur-Battlefield? Ich habe es mal gespielt, aber ich war noch zu jung, dass ich das wirklich beurteilen hätte können. Ne? Also da gab es einen Mod, nannte sich Desert Combat. Konntest du mit Battlefield 2, 3 vergleichen. Das war so eine Gruppe von Moddern, die haben halt moderne Waffensysteme, moderne Waffen als Mod für Battlefield 1942 reingebracht. Okay. Und dann kam der Entwickler auf die Idee, die stellen wir ein und die machen für uns dann Battlefield 2. Und meiner Meinung nach ging ab diesem Zeitpunkt bergab. Desert Combat war so genial und so super spielbar. Du hattest keine Lags, du hattest einen riesen Spaß, alles. Aber seit die Battlefield 2 gekauft haben, sage ich mal, diese Modder, finde ich, macht keinen Spaß mehr. Ja, es ist immer diese Massenproduktion, also... Wenn die erstmal sehen, die können damit Geld verdienen, dann schlachten sie das aus. Ob das nun wirklich gut ist, das Spiel, ob die Qualität stimmt, das juckt die eigentlich gar nicht mehr. Leider. Das ist das Schlimme.
Ja, das ist schon echt traurig, das stimmt. Das ist und da sind diese Indie-Games richtig schön. Wenn so ein paar Leute, zwei, drei Leute, die sitzen da, was weiß ich, abends nach Feierabend vor ihrem PC und programmieren sich da ein und die machen Spiele, wo die Masse drauf steht. Ich meine, guck dir hier Ark an. Ja. Ja, aber du musst sagen, es gibt auch große Entwicklerstudios, die wirklich eben nicht so einen Humbug treiben. Also wenn du die Rockstar-Spiele anschaust, die sind in der Regel zum Beispiel immer fertig, kommen die auf den Markt. Und ja, was da noch nachgereicht wird, umsonst teilweise auch, also wenn ich jetzt von GTA 5 zum Beispiel ausgehe, die echt alles halbe Jahr halt nochmal neuen Content für gratis reinschmeißen ins Spiel zum Download. Jetzt kommt ja schon wieder für die PlayStation 4 kommt ja jetzt das nächste gratis DLC mit neuen Spielmodi, mit neuen, wieder mit neuen Sachen und so weiter. Also das ist schon super. Und ich habe noch nie ein Rockstar-Spiel gespielt, wo ich am ersten Tag gesagt habe, das ist ja unspielbar. Also, ja, das stimmt, ja. Ja. Und da gibt's einige, also da gibt's halt die Studios wie Ubisoft sind da natürlich scheiße oder EA oder sowas, aber es gibt auch wirklich Entwicklerstudios, die halt ihre Spiele fertig auf den Markt, ich weiß nicht, wir ja, warten das mit, da an Mass Effect. Zum Beispiel, ja, warte mal, aber Mass Effect war glaube ich 1 und 2 super und 3 hat doch auch so Schwierigkeiten gehabt am Anfang, oder nicht? Also ich habe alle drei gespielt und das Einzige, worüber sich die Leute moniert haben, war das Ende von 3. Ach, stimmt, du hast recht, genau so war das. Ja, genau. Ja. Noch nicht spoilern, ich hab 3 noch nicht gespielt. Nö, ich werde auch nichts sagen, aber ich kann es dir nur empfehlen, es ist Wahnsinn. Ja, bestimmt. Also ich habe die ersten beiden Teile echt gemocht. Beim ersten Teil ging mir noch das Rumgefahren mit diesem unglaublich schwer steuerbaren Ding da fürchterlich auf den Keks, auf dem Planeten da, weil man auch so viel fahren musste. Aber 2 war ja schon großartig und also ich freue mich auf das 3. Wenn ich das spiele. Wer ist denn der Entwickler gewesen von dem, oder der Publisher von The Last of Us? Das ist für mich eins der besten Spiele, die je rausgekommen sind. Naughty Dog. Leider nie auf PC. Ah, okay. Beziehungsweise Sony, das ist war ja direkt für Sony direkt gemacht. Ah ja. Ja, wobei man bei Last of Us natürlich sagen muss, das ist ja hauptsächlich ein Singleplayer-Spiel. Das ist natürlich sicherlich auch viel, viel einfacher, als jetzt so ein Spiel zu programmieren, wo du dann zum Schluss 16 gegen 16 Online-Spieler hast oder sowas. Wo es dann auch noch auf die Server ankommt und so weiter. Also. Ja, Last of Us war schon richtig gut. Obwohl, das auch online habe ich es eigentlich fast nie gespielt. Ich auch kaum. Ich habe ein paar Mal angespielt. Ich fand es eigentlich auch ganz lustig, so von den Modi her, die es gab. Ich fand es gar nicht schlecht, aber irgendwie hat es mich verloren, ne? Irgendwann mal so nach ein paar Tagen oder sowas. Ja. Ja, das Spiel ist schon richtig gut. Und Naughty Dog macht sowieso richtig geile Spiele. Also die haben ja auch Uncharted gemacht und. Richtig, ja. Und nur geile Spiele eigentlich geworden. Bis auf der letzte Uncharted-Teil, der war ein bisschen, aber ansonsten. Kann man nichts zu sagen, also total geil. Ja, und bei Ubisoft kommt es immer, habe ich so das Gefühl, ein bisschen drauf an, wem die das in die Hand geben. Da gibt es ja zig Ubisoft-Unterkategorien. Fand zum Beispiel die Far Cry-Teile, 3 und 4, fand ich richtig gut. Also beide. Ich bin ja jetzt auf das, was ich glaube nächstes Jahr rauskommt oder so. Das, wo du in New York herumläufst, diese apokalyptische Geschichte, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, District oder so, keine Ahnung. Meinst du The Division? Kann das ja, sein? The Division. Ach, ja, Division, genau. Das bin ich echt gespannt. Ich auch, aber da bin ich, also da muss ich sagen, das hätte ja schon im Release-Jahr von der PlayStation 4 rauskommen sollen. Ja. Es war ja geplant praktisch als einer der Release-Titel, vielleicht einen Monat später oder sowas. Und das wurde ja schon jetzt so häufig verschoben, dass ich schon gar nicht, also frage ich mich auch, was geht denn in den Leuten vor? Also die 2 Jahre brauchen, um, also weißt du, und dann ist das Spiel immer noch nicht fertig, noch nicht mal, ist ja immer noch kein Release-Datum raus für das Spiel, soweit ich weiß. Ja, nur ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Zeichen ist, ganz ehrlich. Nee, nicht unbedingt. Also ich bin ja froh, wenn lieber du wartest 2 Jahre und kriegst dann fertiges Spiel, ein gutes, als dass du 2 Jahre zu früh ein unfertiges Spiel kriegst. Gar keine Frage. Das stimmt. Aber wie planen die denn, dass die sagen, das Spiel kommt raus und dann nachher kommt es 3 Jahre später raus oder so oder 2,5?
Was? Da muss ja in der Planung was komplett schief laufen oder so. Naja, es kann ja sein, dass in der Technik was komplett schief laufen ist. Dass sie sagen, wir haben halt so einen Dealbreaker gefunden, dass wir vielleicht von Grund auf neu anfangen müssen. Das kann ja passieren. Oder ist einer der Hauptprogrammierer abgesprungen, dass der weg ist? Ja. Also bestes Spiel fand ich damals als Ego, das war Hellgate London. Nur leider ist der Publisher pleite gegangen, die Server wurden abgeschaltet. War sehr interessant zumindest, ja. Habe ich kurz gespielt. Vor allen Dingen Multiplayer war das absolut genial. Reines PC-Spiel, oder? War das? Ja, reines PC-Spiel. Also quasi auch London, ich sag mal, irgendeine Zukunft voller Dämonen. Du hast 4 oder 6 verschiedene Klassen, die du spielen konntest. Also das war super. Das war quasi Unreal, sag ich mal, mit besserer Grafik und Sammelwut. Okay. Also ich habe gar nichts, nicht dass das falsch rüberkam, ich habe gar nichts gegen so Sammelsachen in Spielen. Das ist gar keine, wenn das Spiel nicht ausschließlich darauf beruht. Also wenn sozusagen der Spielspaß nur darin besteht, gehe dahin, sammel 4 von dem, sammel 8 von dem, sammel 6 von dem und so weiter. Du meinst also, Diablo? Nee, Diablo finde ich schon, also alleine schon, wenn du das im Koop spielst und durch die unterschiedlichen Kräfte, die du hast als Beispiel. Oder, also wir haben Diablo oft auch so gespielt, dass praktisch der Tod bedeutet, dass man wirklich stirbt und weg ist, also nochmal von neu anfängt. Hardcore-Modus. Hardcore, ja, genau. Und das ist, also ich bin schon, dass das Diablo, klar ist da auch die Sammellust geweckt und hier noch ein besseres Item und da ein noch besseres Item, aber ich finde, es wiederholt sich nicht so extrem. Also du hast 4 völlig unterschiedlich. Klar, wenn du es natürlich 6-mal durchspielst, dann wiederholt sich's auch natürlich, aber du hast eigentlich unterschiedliche Bossgegner, du hast immer wieder unterschiedliche Gegner und alleine durch die verschiedenen Klassen, die sich doch sehr unterscheiden voneinander, eigentlich ziemlich interessant noch, Diablo. Also da gibt's viel schlimmere Sammelspiele, wo es wirklich nur darum geht, dahin laufen, 6 einzusammeln, dahin laufen, 8 einsammeln und dahin laufen, 5 einsammeln. Ach. Ja, ich bin jetzt erstmal gespannt auf den 10. November. Gucken, was da so abgeht. Fallout 4. Ah ja, okay. Ich glaube, die sind ja auch Fallout 4. Wer macht das? Ja, ich glaube, die haben ja auch noch nicht so oft in die Fettnäpfchen gelangt. Nee, also Teile 1 bis 3, die waren super. Ja. Vegas ist Geschmackssache, das hat vielen nicht gefallen. Ja. Tja, das ist halt so. Hier, Dings Fallout 4 ist Bethesda und die machen ja auch, eigentlich sind die auch sehr, sehr gut. So, meine Freunde, ich klinge mich an dieser Stelle mal aus und beende mal hier kurz die Folge. Ich bin schon total über die Zeit, 33 Minuten. Wenn euch die Folge gefallen hat, die mehr von Ark Survival Evolved sehen wollt, dann... Ja, okay. Dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Lasst mir einen Daumen hoch da. Nordisch ist irgendwie jetzt gemutet. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Sein.